Kutan Immobilien, meine Nummer 1. Ihr Makler in der Metropolregion. Kutan Immobilien. In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 23.30 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 61 in Höhe Binshof ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Die Vollsperrung der A61 zwischen Dreieck Hockenheim und Speyer ist nach insgesamt mehr als 8 Stunden aufgehoben. Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll der 48-jährige Fahrer des Sattelzugs am Steuer eingeschlafen sein. Er prallte gegen eine mobile Sperrwand, die wegen eines Pannenfahrzeuges aufgestellt war. Dadurch kam es in der Folge noch zu einer Kollision mit einem Pannen-LKW und einem weiteren Kleinlaster. Der 48-jährige LKW-Fahrer wurde schwer verletzt, 3 weitere Personen leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Der Führerschein des Verursachers wurde sichergestellt. Die Ermittlungen hinsichtlich einer möglichen Lenkzeitüberschreitung sind eingeleitet. Das digitale Kontrollgerät des LKW wurde sichergestellt. Die freiwilligen Feuerwehren aus Hockenheim und Speyer waren mit einem Großaufgebot zur Sicherung der Unfallstelle und zur Bergung der Fahrzeuge sowie der verletzten Personen im Einsatz. Die Aufräumarbeiten werden noch bis in den späten Vormittag andauern.